Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von World of Tanks. Wir werden heute mal mit dem guten alten KV-1 in die Schlacht gehen. Und zwar hat das einen Grund, heute ist das High-Five-Wochenende. Das heißt, es gibt den dreifachen Tagesbonus anstatt den zweifachen. Gut, den habe ich bei dem KV-1 schon weg, aber es gibt für so dieses besondere Event auch noch ein paar mehr Credits. Also man kann jetzt mit den Tier-5-Panzern, also mit allen Tier-5-Panzern, dieses Wochenende richtig gut Geld verdienen. Ist natürlich für jemanden, der kein Premium-Konto hat, extrem wichtig. Deswegen gehen wir gleich mal mit dem KV-1 ins Gefecht. Ja, die Map ist Flugplatz, Gefecht ist Standard. Ich spiele mittlerweile nachts und das hat den Grund, tagsüber habe ich jetzt in der letzten Zeit keine vernünftigen Runden mehr hinbekommen. Das war wirklich, also das waren miserable Spiele und ich habe tagsüber wirklich momentan die Lust verloren zu spielen und gewisse Lust sollte man schon haben, um überhaupt auch zu spielen und ein Let's Play zu machen, weil wenn ich keinen Spaß am Spiel habe, dann lasse ich sein. Also von daher will ich es jetzt mal nachts probieren, wie es da aussieht, ob es da ein bisschen besser ist. Ich habe kein Problem damit, auch Runden zu verlieren, in keinster Weise, aber wenn es knappe Niederlagen sind. Und nicht 15 zu 3 oder 15 zu 2. Also da habe ich wirklich ein Problem mit. Und ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt, die Nacht bringt ein bisschen mehr Erfolg. Ja, eine Artillerie ist auf jeder Seite. So, hier kommt schon so ein paar Panzer um die Ecke. Und hier mal abfangen, ne? Ach, nicht mal angekratzt. Ah, die versuchen es aber hier wirklich extrem von der Seite hier. Ah, drüber geschossen. So. Einer ist weg. Immer schön die Kette abschießen, dann kann er nicht mehr in Deckung gehen und das war sein Tod, das ist gut. Oh, da steht ein AT-2, da müssen wir höllisch aufpassen. Das ist ein Mörderviech, ist das. Er steht natürlich jetzt etwas ungünstig da. Oh, sauber. Jawohl, sauber, sehr schön. Ja, 10 zu 4 ist der Zwischenstand, habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Das sieht ja schon mal verdammt gut aus. Also das waren Ergebnisse, die hatte ich tagsüber nur andersrum.
Ah, im Wasser ist der KV-1 wirklich extrem langsam. So, während der Fahrt zu drehen geht gar nicht, da bleibt immer vollständig stehen. Gut, der Fahrer ist natürlich auch im Arsch, das merkt man auch. Ah, den repariere ich einfach mal. Ja, zwei Panzer sind noch über, der T49, ein sehr schneller Jagdpanzer. Auf meinem anderen Account habe ich den auch. Das ist ein sehr schönes Ding, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr gut. Das ist der Vorgänger zur Hellcat. Ja, das war ja mal ein klarer Sieg. 15-7. Ganz gut gespielt eigentlich. Ja, 29.169 Credits sind hängen geblieben. Oder beziehungsweise haben wir verdient und 734 Forschungspunkte. Wir haben zweimal bei der Zerstörung geholfen, indem wir einmal die Kette abgeschossen haben und einmal, nee, zweimal die Kette abgeschossen haben. Ein paar kritische Treffer, was haben wir hier? Kette zerstört, den Fahrer verletzt. Kette, Kette, Kette und Geschütz. So, Teamauswertung. Oh, zweiter Platz, das ist vernünftig. Wir haben durch das Event noch 9.723 Credits zusätzlich bekommen. Das heißt, nach Abzug aller Kosten sind 23.000 Credits hängen geblieben. Das ist ganz schön viel für einen Nicht-Premium-Account. Mit Premium wären 37.600 gewesen. Ah, das ist schon mal verdammt gut. Schaden bin ich auch auf dem zweiten Platz. Also war eine ordentliche Runde. Ich hoffe, die nächste Runde wird genauso. Die werde ich auch gleich wieder mit dem KV-1 fahren. Ein bisschen Geld verdienen muss man ja ausnutzen, ne? Man sieht sich gleich auf dem Schlachtfeld wieder. So, die Map diesmal ist Siegfriedlinie. Wir spielen von unten nach oben. Gefecht ist Standard. Und Top-Tier ist Tier 7. Und wir haben keine Artillerie wieder mal. So, ich werde mal rechts außen an der Stadt vorbeifahren. Ja, für alle die sich noch nicht für so irgendwelche klare Linie von den Forschungsbäumen entschieden haben. Also ich habe jetzt wirklich einige Panzer durchprobiert und ich muss wirklich sagen, die russische Forschungslinie, das ist eigentlich wirklich eine ganz gute. Da ist alles so ein bisschen gepaart. Also man hat recht schnelle Panzer. Okay, jetzt vielleicht nicht gerade der KV-1, aber ab da wird es dann also normal. Für einen schweren Panzer, man hat gute Durchschlagskraft, ganz gute Panzerung eigentlich, oder verhältnismäßig gute. Also mir gefällt dieser russische Forschungsbaum eigentlich ganz gut. Damit komme ich persönlich sehr gut klar. Ich habe auch, wie gesagt, auf meinem anderen Account den deutschen Forschungsbaum wirklich zu Genüge ausgetestet. Ich muss sagen, die machen auch Spaß, keine Frage. Man nimmt die natürlich auch so ein bisschen aus Patriotismus. Aber so mehr Spielspaß habe ich zum Beispiel mit den russischen Panzern. Wo ich jetzt noch gerade dabei bin, ist den französischen Baum so ein bisschen auszubauen. Ich würde ja ganz gern mal so ein Panzer mit Magazingeschütz haben, wie die sich so fahren oder spielen. Da bin ich auch mal neugierig. Da werde ich euch auf jeden Fall mal so in den nächsten Let's Plays mal berichten, wenn ich dann soweit bin.
Oh, sorry, sorry, sorry. War keine Absicht. So, da vorne kommt eine VK hier reingefahren. Oder? Ja, die wartet tatsächlich. So. Acht zu eins, ja. Das sind tagsüber die Runden, wo ich dann im Gegnerteam bin. Also so klar habe ich die ganze Zeit immer verloren nachmittags. Aber vielleicht ist es ja auch nur so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein nicht repräsentatives Gefühl. Ich weiß nicht, wie seht ihr denn das? Habt ihr dann ungefähr die gleiche Erfahrung gemacht? Oder geht euch das gänzlich anders, dass ihr sagt, ich kann spielen, wann ich will, ist scheißegal. Man hat immer mal ein paar gute und mal ein paar schlechte Runden. Also mir ist es wirklich in der letzten Zeit echt extrem aufgefallen, dass tagsüber kein vernünftiges Spiel möglich ist. So, den flankieren wir jetzt mal so ein bisschen hier. Ich fahre den mal von hinten so ein bisschen aus. Jawohl. So muss das sein. So richtig schön ausspielen den Gegner. Na, wo willst du hin? Komm her. Schön in die Zange nehmen, da hat er keine Chance. Da weiß er nicht, auf wen er zuerst schießen soll. So, und alle stürzen sich jetzt auf die AMX. Jeder will derjenige sein, der dem jetzt den Todesstoß versetzt. Okay. Ja, das war wie gesagt eindeutig. Normalerweise bin ich im Gegnerteam, aber jetzt habe ich halt mal ein bisschen Glück gehabt. 23.583 Credits haben wir eingenommen, 694 Forschungspunkte. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass ich hier eine Hellcat beschädigt habe. Bin bestimmt gerammt oder irgendwie so, keine Ahnung. Teamauswertung: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Platz, aber es war insgesamt eine ganz gute Mannschaft, wenn ich sehe, was die hier für Schaden verteilt haben. Im Gegenzug zu denen hier. Können wir mal hier einstellen. Oh, da bin ich ja noch im Mittelfeld sogar nur. Und da sind gerade mal zwei Panzer, die über 1000 Schaden haben. Hier haben wir schon drei Panzer, die über 2000 Schaden haben. Einer über 1000, einer knapp an die 1000. Also das ist schon, merkt man halt schon den Unterschied eben, ne? Ja, Fahrzeug automatisch reparieren. Ich hatte nur so einen Lackschaden, deswegen nur 4 Credits Abzug. Munition auffüllen, 872. Ja, wie gesagt, wo das passiert ist, muss ich mir ja nochmal im Video angucken. Ja, 60 Credits Abzug, das ist auch nur so ein kleiner Kratzer gewesen. Ja, hängen geblieben sind nach Abzug aller Kosten 22.707 Credits, wobei 7.861 zusätzlich für das Event sind, ohne Premium, wie gesagt. Also, wenn ihr Tier 5 Panzer in der Garage habt, fahrt die dieses Wochenende. Es lohnt sich wirklich. Ja, wenn ihr so ein bisschen Kohle machen müsst oder sowas, ne, nehmt eure ganzen Tier 5 Panzer raus und bewegt die mal so ein bisschen. Und das geht dann relativ zügig durch dieses Event. Ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch wieder mal gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dahin sage ich erstmal ciao, euer Talangs.